Wir sind 18 mit Wurzel rausgeschlagen worden. Ich habe im Jochbein intensive Verletzungen. Ich habe in derselben Nacht bis zu 40 Stiche in die Lippen bekommen. Ich habe mich 6 Monate flüssig ernährt. Und reden ist mir schwer gefallen. Meine Arbeit ist reden. Ich muss Werbung verkaufen können. Wir haben gesagt, wir haben einen Auftrag. Wir haben irgendwie Tattoo Convention. Unser Reklamemann hat versagt. Kannst du uns bitte aushelfen? Ich sage, gar kein Problem, Jungs. Aber ich habe kein Auto. Also sagt, wir schicken dir einen Fahrer. Und dann haben sie mir einen Fahrer geschickt, der noch meine Ex-Freundin heimgefahren hat. Und dann sind wir hierher gekommen. Und hinter mir hat der Fahrer irgendwie die Tür abgeschlossen und sich schützend vor die Tür gestellt. Da war mir noch nicht klar, dass das eine Falle ist. Ich habe mich auf die Couch gesetzt und habe gefragt, ja, in welcher Form, welche Werbung braucht ihr denn? Beschriftung, Flyer, Plakate, was die brauchen? Und dann lacht dieser Lockvogel und sagt, dreh dich mal um, ich habe eine Überraschung. Und selbst da war mir noch nicht klar, dass ich in einer Falle bin. Und dann war die erste Frage, wer bist du, dass du nicht dran gehst, wenn ich dich anrufe? Ich sagte, ich bin bei keinem dran gegangen gestern. In dem Moment, wo ich ihm das erklärt habe, sagt er, das interessiert mich nicht und haut mir mit voller Wucht ins Gesicht mit Quarz-Sandhandschuhen, diese Türsteherhandschuhe. In dem Moment habe ich auch schon einen Zahn gespuckt und dann haben sie abwechselnd immer wieder auf mich eingeschlagen und immer dieselbe dumme Frage gestellt, wer ich bin, dass ich nicht drangehe, wenn er anruft. Also die Antwort interessiert dich ja nicht, also soll ich dann noch großartig mit dir reden und habe abgewartet, bis es wollte aufhören.